Also in dieser Arbeit Eden's Edge inszenieren wir die kalifornische Wüste als die wahrscheinlich prominenteste Landschaftsikone Hollywoods anhand der Lebensgeschichten der Leute, die tatsächlich dort leben. Und wir verhandeln dabei zentral auch etwas Methodisches, nämlich wie Film als Medium der Landschaftsproduktion und Interpretation benutzt werden kann. Wir haben das in Narrationen aufgeteilt, insgesamt sind es 9, wir zeigen hier 3, die Lebensgeschichten inszenieren vor Ort. Das heißt, in Monologen sieht man Walk and Talk Scenes der tatsächlichen Bewohner. Und während die Leute gehen, entsteht und erzählen, entsteht diese Landschaft und nimmt die Bedeutungen dieser Erzählung. Und wie das gemacht wird, vielleicht sagen Sie das. Also wir haben vor Ort ein Storycasting gemacht. Aus diesen Interviews haben wir dann 9 ausgewählt und die mit Hilfe eines Hollywood Screenwriters in Drehbücher verwandelt. Und aus diesen Drehbüchern haben wir eigentlich dann die Orte entwickelt, die wir dann aus 30 Meter Höhe gefilmt haben. Und die Wahl dieser Höhe hängt aber gut damit zusammen, dass wir einen Masterplan-Shot entwickelt haben, der auch sozusagen gegengelesen wird durch die konkreten Lebensgeschichten, die geradezu eine Gegenwelt erzeugen zu diesem Masterplan. Blickwinkeln oder Regimen und das Interessante daran ist auch, dass eigentlich in jeder Geschichte eine Art Genre entsteht und diese Genre interpretiert eigentlich als das Opening Shot bereits sehr viel von dem Ort, sodass man beginnt über auch literaturwissenschaftliche Aspekte der Interpretation nachzudenken, wie es zum Beispiel Theoretiker über Genre auch tun. Das heißt, wir haben unser Forschungsprojekt auch in die Richtung transdisziplinär erweitert, indem wir eine Zusammenarbeit auch mit anderen Wissenschaftsdisziplinen erfolgt haben.